Also, nix wie rein ins Vergnügen. Da wird jetzt gleich alles angerannt kommen. Genau, Azrael, go. Go, go, go. Komm mal rein da. Dafür liebe ich den Hammer. Dann kann halt einfach so ein richtiges Gemetzel anrichten. Darf sich nur nicht unterbrechen lassen. Dann ist das so wunderbar. Hört ihr auf, mir in den Rücken zu schießen? Ihr kleinen Verbrecher. Oh, was soll das? Was soll das? Geh weg. Geh weg von mir. Oh. So. Vielleicht droppt uns der ja noch was Nettes. Wäre schön. Au! So nicht, mein Freund. Ja, der macht aber auch nicht so viel Schaden. Aber man sollte sich vielleicht nicht die komplette Combo in die Fresse zimmern lassen. Das ist dann nicht so. Das ist dann nicht so toll. Was soll das jetzt? Heilung beendet? Warum? Ja, komm. Immer drauf. Ja, man klopft halt schon echt eine ganze Zeit auf den rum. Ah, gleich haben wir ihn. Wenn wir fleißig Rüstung zerfetzen drauf, stacken. Der Kommandeur. Naja. Nichts Besonderes. Hier gibt es noch ein bisschen Gold und Silber. Hier ist Schrott. So, und dann haben wir es schon geschafft. Eine Runde namenlose Stadt erledigt. Das heißt, ab nach Hause. Tschüss.
Wie viel haben wir jetzt an der Backe? Oh, oh ja, es geht ja noch. Es geht ja noch. Tja, die rennen immer noch alle hinterher. Ja, die rennen uns jetzt wahrscheinlich bis zur Basis hinterher. Na, jetzt haben sie es aufgegeben. Jetzt könnte man eigentlich noch, wenn wir schon mal hier sind. Oh, steht mir im Weg rum. Das Riesenkrokodil erledigen. Warum eigentlich nicht? Das nehmen wir jetzt noch schnell mit. Haben wir noch Zeit? Hier muss man ja sinnvoll nutzen, würde ich sagen. Deswegen latschen wir jetzt mal noch zu unserem Freund Kroko. Ja. Angriff! Ich werde mir jetzt echt mal für die Bossfights eine Giftaxe herrichten. Und zwar die schwere, denke ich mal. Dürfte da optimal sein. Ah, der Krokoboss hat ja gar nicht so viel Hitpoints. Den dürften wir locker rumkriegen. Rumkriegen? Ah, für ein Date oder was? Genau. Date mit dem Kroko. Aua! Das ist echt nicht okay. Das war's. Gib mir deinen Schlüssel. Na, schauen wir mal, was es Schönes gibt in der Truhe. Oh nö, Garbeins, rostige Pike. Ja, das ist jetzt nichts besonders Tolles. Hat ziemlich hohe Haltbarkeit, aber das ist auch schon alles. Aber gut, ich meine, wir haben ja in der Session schon die Klinge des Abenteurers bekommen. Und Malstrom haben wir auch schon bekommen. Also können wir uns jetzt echt nicht beschweren. Lauter gute Waffen. Was will man mehr? Würde ich sagen. Was will man mehr?
Oh, zurück zur Festung. Ja, er macht einen guten Job, sehe ich schon. Unser Berserker hier. Ordentlich, wie sich das gehört. Ach, jetzt gehen wir noch schnell hinter zum Ort der Beschwörung. Holen wir uns noch ein bisschen Menschenfleisch. Das passt gerade gut in meinen Zeitplan. So, oh, du hast ganz schön der Würstchen gefuttert, du. Also da brauchen wir definitiv Nachschub. Was das angeht, deswegen. Komm, da laufen wir mal schnell noch mal hinter zum Ort der Beschwörung und erledigen ein paar Kannibalen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen wir noch eine Medizinmannmaske. Tierhaut brauche ich jetzt eigentlich eher weniger. Ich hätte gerne. Ich hätte gerne Menschenfleisch. Ah, die geben aber nicht viel Menschenfleisch. Ah, das ist ja komisch. Ah, die geben voll wenig Menschenfleisch. Ich hab doch. Nee, ich hab hier alles richtig. Kann es sein, dass die Dafari einfach weniger Menschenfleisch geben? Kann das sein? Nee, jetzt haben wir plus 12 bekommen. Komisch. Das macht irgendwie gerade so keinen Sinn. Aber egal. Wir wollen Menschenfleisch, deswegen töten wir die jetzt einfach alle. Die werden wir natürlich jetzt hier richtig zerschreddern. Ja, jetzt lassen wir jetzt einfach hier den Azrael erledigen. Dann brauchen wir hier immer bloß abbluten. Wieso schießt du auf mich schon wieder? Also schreit denn der in dem Busch rum? Ja, es bringt nichts, wenn du dich im Busch versteckst und dann rumschreist. Das bringt nichts. Ja, ich komme gleich. Ja, am besten haue ich jetzt noch fünfmal vorbei. Das ist eine total gute Idee.
So, das nehmen wir mit. Die ganzen Arme mal hier rauswerfen. Was soll ich denn damit? Tierhaut brauchen wir auch nicht. So. Aber die Silbermünze nehmen wir mit. Da liegt noch einer. Also ich glaube, dass die ja, das ist ja natürlich auch noch so eine blöde Sache. Wenn man zu weit wegsteht vom Kampfgestehen praktisch, dann machen die Pets keinen Schaden mehr. Und auch die Gegner nicht. Also die bleiben dann da einfach doof rumstehen. Und kämpfen zwar, aber machen überhaupt keinen Schaden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so gewollt ist von Funcom. Weil das ziemlich blöd ist. Oh Gott. So, was macht denn der jetzt hier? Ja, wir töten alles hier. Immer rein da. Jawohl. So gefällt mir das. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? 150. Also gefühlt würde ich sagen, es gibt mehr Menschenfleisch bei den beim Bau als hier. Ich weiß nicht, ob das was mit der Stufe der Gegner zu tun hat. Kann sein. Also dass höherstufige Gegner auch mehr Fleisch zum Beispiel abwerfen. Oder halt generell. Oder auch Haut oder so. Aber das weiß ich gerade nicht. So, er hat hier echt schon alles erledigt. Da ist der Priester. Er tötet hier einfach alles. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Immer her mit den leckeren Kannibalen. Ja, warte, ich töte dich mit der Axt. Oh, das nehmen wir mit. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, Schädel können wir brauchen. Schädel kann man immer brauchen. Da ist ja gar niemand mehr. Weil die sind schon alle umgebracht. Da oben sind noch welche. Voll verstorben. Her mit eurem köstlichen Fleisch. Okay, der mag nicht. Der will nicht gehäutet werden. Dann nicht. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir eben deinen Kollegen. Und den hier. Okay. Au. Ein bisschen aufpassen hier. So. Dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich ab nach Hause. Haben wir uns wieder einiges besorgt. Sehr fleißig. Da können wir jetzt wieder was mit anfangen.
So, Home Sweet Home. Dann packen wir gleich mal das Menschenfleisch wieder mit in die Presse. Ich glaube, unser Blutwurstbedarf wird recht hoch werden. Ah, seht ihr schon, da haben wir einiges an verdorbenem Fleisch, leider. Ich glaube, wir müssen uns hier mal noch eine... Wie lange hält ein Menschenfleisch? Ich weiß gar nicht. Es geht halt ziemlich langsam mit der Presse und dann verdirbt es natürlich. Ich denke, wir bauen uns da mal noch ein, zwei zusätzliche Flüssigkeitspressen hin, damit wir das ein bisschen besser aufteilen können, damit uns da nicht so viel verrottet. Das denke ich... Wäre ganz gut. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten mal wieder. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn euch das Let's Play gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, nö, schon wieder so ein Kack Conan Let's Play, das ist doch total für den Arsch, dann gebt auch gerne einen Daumen nach unten. Vielleicht habt ihr Bock, ein Abo dazulassen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis denn. Ciao.